Was gab es diese Woche Neues aus Wirtschaft und Unternehmen? Die Halbjahresbilanzsaison nimmt Fahrt auf. Die meisten großen Konzerne haben bereits ihre Bücher geöffnet. Und was kam zum Vorschein? Ein durchwachsenes Ergebnis weltweit. Bei den 40 DAX-Unternehmen beispielsweise sind die Nettogewinne im Vergleich zum vorigen Halbjahr um über 20% gesunken. Und auch mit Blick auf die zweite Jahreshälfte sind viele Konzernchefs zurückhaltend. Vorsicht ist angesagt. Die schwachen Konjunkturdaten, insbesondere aus Europa, aus China, die mahnen zur Vorsicht, und auch aus Amerika kommen keine deutlichen Wachstumsimpulse. Die Chemieindustrie hat ja schon ihre Prognosen gesenkt und die Chemie gilt als Vorläufer für nachfolgende Industriezweige. Auch auf dem Bau läuft es schon seit einiger Zeit sehr schwierig wegen der hohen Zinsen und Baukosten. Natürlich trifft das genauso die Immobilienkonzerne, die Milliarden abschreiben mussten auf ihre Wohnungsbestände. Ja, und auch bei den großen Tech-Konzernen, da lief es relativ durchwachsen bis jetzt. Es gibt aber auch positive Signale. Die Allianz beispielsweise, die übertrifft die Erwartungen der Analysten im ersten Halbjahr. Der Gewinn ist um 15% gestiegen. Besonders ertragreich dabei war die Schadens- und Unfallversicherungssparte. Die Nachfrage nach solchen Schadensversicherungen, die ist deutlich gestiegen. Viele Menschen wollen ihr Wohngebäude, ihren Hausrat versichern angesichts der weltweiten Katastrophen. Und das hat auch dazu beigetragen, diese steigende Nachfrage, dass die Versicherungsgesellschaften ihre Prämien erhöhen konnten. Also steigende Nachfrage, steigende Preise, das hat sich positiv auf die Bilanzen ausgewirkt. Und die Schadensquoten waren im ersten Halbjahr nicht relativ hoch im Vergleich zum Vorjahr. Und das hat natürlich auch die Gewinne beflügelt. Schwächste Sparte bei der Allianz war übrigens die Vermögensverwaltung. Auch bei Siemens lief es operativ nach wie vor relativ gut. Der Umsatz stieg um etwa 10%. Allerdings bekommt der Konzern die Konjunkturschwäche mittlerweile auch zu spüren anhand der Auftragseingänge. Die sind in den meisten Geschäftsbereichen zurückgegangen, insbesondere China schwächelt. Insgesamt sind die Auftragseingänge zwar um 15% sogar nochmal gestiegen, aber das beruht auf wenige Großaufträge aus der Bahnsparte. Die Umsatzrendite insgesamt ist auf 21,1%, die operative Umsatzrendite leicht gestiegen. Die im Jahresverlauf angehobene Prognose hält der Chef aufrecht. Er ist positiv gestimmt, auch für die Zukunft. Siemens investiert ja weiter Milliarden, 2 Milliarden vor allem in den Ausbau des Fertigungsnetzwerks und die Hälfte davon sogar in Deutschland. Aber auch neue Fabriken in Singapur und in den USA sind geplant. Belastend wirkt sich bei Siemens aber die Beteiligung von nach wie vor 25% bei Siemens Energy aus. Siemens Energy hat ja ein neues, großes Problem entdeckt bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa. Da kommt es zu Problemen bei den Rotorblättern und bei den Lagern der großen Windkraftwerke und dafür müssen enorme Rückstellungen gebildet werden. Das hat zu einem Milliardenverlust bei Siemens Gamesa und dem Mutterunternehmen Siemens Energy geführt und wegen dieser 25% Beteiligung eben auch Belastungen bei Siemens insgesamt ausgelöst. Die deutschen Unternehmen haben ihre Produktion im Juni überraschend stark gedrosselt. Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 1,5% weniger her als im Vormonat. Damit haben Analysten nicht gerechnet, mit dieser 1,5%igen Zahl. Die hatten gerechnet mit maximal 0,5%.
Der Trend bei den Auftragseingängen weist schon seit langem mittlerweile nach unten. Außerdem haben die Unternehmen Umfragen zufolge, die während Corona lange hohen Auftragsbestände mittlerweile immer mehr abgebaut und die neuen Aufträge kommen nur schleppend herein. Das wirkt sich natürlich aus, auch auf die Produktion. Die Konjunkturflaute bei den wichtigen Handelspartnern setzt dem Exportweltmeister China zusehends zu. Die Ausfuhren aus diesem Land sanken im abgelaufenen Monat mit 14,5% deutlich stärker als erwartet. Damit verzeichnete die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt das schlechteste Exportergebnis seit Februar 2020. Und auch die Binnennachfrage, die schwächelt. Die chinesischen Unternehmen importierten im Juli auch 12,54% weniger als im Vorjahr. Daran merkt man schwache Inlandsnachfrage aufgrund vom zurückhaltenden Konsum, Investitionszurückhaltung, weil die Unternehmen eben keine deutlichen Wachstumsimpulse verspüren, und die Krise auf dem Immobiliensektor, die nach wie vor deutlich belastet. All das drückt auf die Entwicklung in China. Positiv wirkt sich aus, dass die chinesische Regierung schon seit einiger Zeit mittlerweile Konjunkturunterstützung angesagt hat. Allerdings blieb es bisher weitgehend bei Lippenbekenntnissen. Wie die genau aussehen, in welchem Umfang, in welchem Zeitraum, das ist noch nicht konkret absehbar, und so lange sind die Unternehmen nach wie vor vorsichtig und natürlich auch die Verbraucher. Ein deutlicher Kurseinbruch bei italienischen Banken hat die italienische Regierung ausgelöst. Sie hat eine 40-prozentige Übergewinnsteuer auf den Bankenbereich beschlossen. Treiber war der stellvertretende Ministerpräsident Matteo Salvini. Seine Begründung: Die Banken machen Milliardengewinne, seitdem die Notenbanken die Zügel angezogen, also die Zinsen erhöht haben. Davon profitieren die Banken seiner Meinung nach zu Unrecht. Und diese, so sagt er, Übergewinne sollen abgeschöpft werden. Da stellt sich mir die Frage, wo ist die Grenze? Was sind Übergewinne? Wie viel dürfen Banken und Unternehmen verdienen? Er schwächt damit den europäischen Bankensektor ungemein, der eh schon deutlich schwächer ist als Amerikas Banken. Die Amerikaner würden im Traum nicht darauf kommen, solche Maßnahmen so überstürzt einzuführen. Daran sieht man wieder mal, vielen Politikern sind die wirtschaftlichen Auswirkungen überhaupt nicht bewusst, die sie auslösen mit solchen Beschlüssen, oder es handelt sich um reinen Populismus. In jedem Fall ist es enorm nachteilig für das Vertrauen von Investoren in den Standort Europa. Auch der taiwanesische Chipproduzent TSMC erhält nach Intel eine deutliche Spritze vom deutschen Staat, damit er in Deutschland eine Fabrik, und zwar genau in Dresden, baut. 5 Milliarden Euro hat der deutsche Staat zugesagt. Der Konzern selbst will mit seinen Partnern weitere 5 Milliarden investieren, sodass das gesamte Investitionsvolumen 10 Milliarden beträgt. Die Partner dieses Gemeinschaftsunternehmens sind Bosch, Infineon und der niederländische Chipproduzent NXP. Tja, da wird kräftig Geld ausgegeben, um solche großen Chipfabriken nach Deutschland zu locken. Erst kürzlich wurden ja Intel 10 Milliarden sogar versprochen. Deutschland will unbedingt beweisen, dass es ein Investitionsstandort ist, der nach wie vor attraktiv ist. Das sind Leuchtturmprojekte, die die deutsche Regierung da vorzeigen will.
aber eben letztlich bezahlt durch milliardenteure Zuschüsse. Die deutsche Regierung sagt, wir machen uns damit unabhängiger von China und das ist dringend nötig. Ja, finde ich auch, wir sollten uns unabhängiger machen, aber wir dürfen nicht glauben, dass wir nur durch Milliardensubventionen das alles ändern können. Das würde den deutschen Staat überfordern, das würde Gesamteuropa überfordern. Das sind immer nur einzelne Projekte. Meiner Meinung nach wäre es viel sinnvoller, dieses Geld insgesamt in Forschung und Entwicklung zu stecken, sodass viel mehr Unternehmen, auch mittelständische Unternehmen, davon profitieren würden und nicht nur einzelne Großkonzerne. Was ist Ihre Meinung? Schreiben Sie es mir in die Kommentare. Schreiben Sie mir auch Ihre Punkte in die Kommentare, die Ihnen aufgefallen sind in dieser Woche. Ansonsten freue ich mich wie immer, wenn Sie dieses Video liken, wenn Sie es weiter verteilen und wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, machen Sie es gut. Ich gehe jetzt dann auch in Urlaub und melde mich dann wieder nach dem Urlaub oder während des Urlaubs, wenn mir was Besonderes auffällt. Alles Gute, bis demnächst!